Findet ihr das Thema Nervensystem auch manchmal so richtig kompliziert? So viele verschiedene Namen und Sachen, die man sich merken muss? Hier bei der Lecamundi Challenge habe ich euch das jetzt ein bisschen zusammengepackt. Was ist wichtig? Gleich am Anfang natürlich die Anatomie mit den Hirnnerven und deren Funktionen. Wenn ihr die Hirnnerven drauf habt, dann habt ihr nicht nur in der schriftlichen, sondern auch in der mündlichen Prüfung einfach einen Vorteil. Gerade in der schriftlichen habt ihr immer die verschiedenen Antwortmöglichkeiten. Wenn ihr da wisst, welcher Nerv welche Funktion hat, dann tut ihr euch total leicht, weil ihr einfach ein Ausschlussverfahren benutzen könnt. Dann ist es wichtig, dass ihr die großen Nerven kennt, die von den Armen und von den Beinen. Also einmal den Nervus ulnaris, dann den Nervus medianus und den Nervus radialis. Bei den Beinen ist es der ischiaticus und der peroneus. Dann natürlich, was ist noch wichtig? Symptome. Einmal natürlich die Ausfallerscheinungen, also wie die Paresthesien und die Lähmungen. Dann sind die Reflexe ein wichtiges Thema. Ihr müsst die Eigenreflexe kennen und die Fremdreflexe kennen. Da kommen natürlich dann auch die neurologischen Untersuchungen dazu. Und ihr müsst fit sein in den Erkrankungen vom zentralen Nervensystem. Da kommen hauptsächlich Fragen zum Thema Parkinson, Schlaganfall, Epilepsie und dann noch die traumatischen. Also zum Beispiel wird eine Frage kommen, es kommt zum Unfallort, die Person ist bewusstlos und ihr seht aber Blut aus Ohr und Nase laufen. Das wird auf euch zukommen jetzt. Das sind auch die wichtigsten Themen. Parkinson, wie gesagt, Schlaganfall, Epilepsie. Die drei wichtigsten Themen, Erkrankungen in der Neurologie. Dann kommt jetzt hier noch mein Tipp für euch. Da geht es um die Nerven im Arm. Vielen ist der vielleicht schon bekannt. Ich persönlich finde ihn aber sehr super und er hat mir immer weitergeholfen in den Prüfungen. Und zwar geht der Satz so. Ich schwöre dir beim heiligen Medianus, dass ich dir, Ulna, die Augen kralle, wenn ich vom Rad falle. Genau, da geht es einmal, dass sozusagen hast du Störungen im Nervus medianus, dann hast du die Schwurhand. Und wenn du Nervenschädigung im Nervus ulnaris hast, dann hast du die Krallhand als Symptom. Und wenn du sozusagen Schädigung im Nervus radialis hast, da kommt die Fallhand. Viel vom Rad. Genau. Zum Thema Neurologie habe ich euch drei Prüfungen vorbereitet. Ist wieder ein bisschen relativ großes Thema. In der ersten Prüfung sind es 51 Fragen und da kommt die Anatomie auf euch zu. Nervenschädigung, auch zum Beispiel die Trigeminusneuralgie. Kam jetzt noch gar nicht vor, aber in der ersten Prüfung kommen einige Fragen dazu. Zweite Prüfung mit 41 Fragen, da kommen dann eben die Erkrankungen, die wichtigsten Erkrankungen vom zentralen Nervensystem, wie der Schlaganfall, die Meningitis kommt auch, der Parkinson. In der dritten Prüfung kommt dann sozusagen die restlichen Erkrankungen, die auch immer wieder abgefragt werden, mit 40 Fragen, zum Beispiel die MS, die Demenz und wie gesagt die Differentialdiagnose. Wenn du mit Kategorien üben willst, also zu einem bestimmten Thema, wie jetzt gerade, wo wir einzeln die ganzen Themen durchgehen, dann gehst du ja auf Kategorien. Hier gibt es noch zusätzliche Features. Ein Feature, das ich dir zeigen will, ist die Auswahl der falschen Fragen. Also hier, wenn du bei Kategorien bist, gibt es hier vier Reiter und einer davon ist falsche Fragen. Wenn du da drauf klickst, dann zeigt er dir Statistiken zu all deinen Fragen an. Also wie oft du sie falsch hattest, von welcher Kategorie. Und da kannst du jetzt dir selbst Fragen zusammenstellen, also eine Auswahl treffen, wo du zum Beispiel sagst, okay, ich will jetzt insgesamt 60 Fragen üben, die ich zuletzt falsch hatte. Und dann klickst du hier auf diesen grünen Button. Oder du nimmst da eben das von bestimmten Kategorien. Ich sage jetzt mal, ich möchte nur zu Blut und Herz. Das passt irgendwie gerade. Das möchte ich wiederholen. Da mache ich jetzt 30 Fragen, die ich zuletzt falsch hatte und drücke hier auf den grünen Knopf und dann kann ich die üben. So kann ich mir Fragen zusammenstellen, nachdem wie häufig ich sie falsch hatte. Also ich kann auch auswählen, die ich öfter falsch als richtig hatte oder schon zweimal falsch habe, alle Fragen zu beantworten. Und habe so die Möglichkeit, die Fragen, die für mich besonders schwierig waren, rauszufiltern und trotzdem gut nach Themen zu sortieren. Das geht eben hier bei diesem Reiter Falsche unter dem Thema Kategorien, wie du es unter Lernen findest.